Willkommen zum Frequent Traveler Weekend Update Nummer 16. Wie ihr seht, heute in einer etwas sonnigeren Ausstattung von mir mit Sonnenbrille, normalerweise natürlich nicht. Aber hier ist es 24 Grad in Sao Paulo. Wir sind hier im Trip Airport Transit Hotel. Also insofern auch dieses Ambiente von dem Raucherhof. Ich finde es persönlich sehr, sehr schön, draußen zu sein und nicht den ganzen Tag im Flughafen rumzuhängen. Aber jetzt direkt zu den Updates. Was ist passiert diese Woche? Zum Beispiel der Flughafen in Twente in Holland, wo die 6 Flugzeuge der 747-400 von Lufthansa geparkt sind jetzt irgendwie ein Problemfall. 3 sind ja schon weg, 3 sind noch da. Aber sie können bis zum 30. Juni erst starten oder müssen starten vielmehr, weil es keine Sondergenehmigung sonst gibt. Dann andere Fluggesellschaften wollen ihre 747 nicht loswerden. Das ist Asiana zum Beispiel. Die haben jetzt ein Langzeit-Storage-Flugzeug, was Passagier war, als Frachter umgebaut gekriegt und das geht vom Hof. 380er von der Qantas, die 12 Stück, sollen im Service bleiben und wiederkommen. Dann Southern China will ihre Flugzeuge loswerden, die 380er. Also da gibt es viele Sachen, die da passieren. Dann die 707 Boeing am Flughafen in Hamburg, die ihr vielleicht auch kennt, die wird wahrscheinlich verschrottet werden, beziehungsweise eigentlich ganz sicher jetzt, weil es keiner gefunden hat, der die Knete zahlt. Ansonsten TAP verschleudert wieder den Goldstatus. Ihr habt ja die eine Aktion, die Anfang des Jahres war, mit 1000 irgendwas Euro, 700 irgendwas, knapp 1000 Euro war es, bezahlt und dann habt ihr Punkte und dann würdet ihr den Status bekommen. Jetzt geht es sogar noch einfacher, da gehe ich auch gleich drauf ein. Und last but not least, 2 Meldungen, die mich auch beschäftigt haben. Lufthansa Buy on Board startet am 26. Mai, ganz sicher. Bei den Schwestergesellschaften, bei der Austrian und bei der Swiss geht's schon. Und dann noch, bevor wir mit dem Intro Wind machen, die First Class Lounge der Lufthansa. Da kommt man zwar mit dem First-Class-Ticket rein und konnte einen Gast mitnehmen, aber das geht ab dem 3. Mai auch nicht mehr. Ihr kennt das ja schon mit Statuskarte. Da ist es ja schon so, ab März oder seit März, dass ihr da nur noch Leute mitnehmen könnt, die auf demselben Flug sind. So ist es auch in der First-Class-Lounge, aber cool ist zumindest, dass man nicht in der First fliegen muss. Das heißt also, die Passagiere, die mit euch in die First Class Lounge gehen, sogar in die FCT, brauchen nur ein Business- oder ein Economy Class Ticket, aber auf demselben Flug, auf dem ihr seid. Jetzt aber weiter mit dem Intro und dann geht's los. Mein Name ist Lars Korsten, hier heute für euch live aus São Paulo. Ich bringe euch wieder wie immer mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Und heute lasst uns direkt wieder in die Themen einsteigen. Aber vorher müsst ihr noch einen Subscribe da lassen, also und ein Like. Daumen hoch, Daumen runter. Ich freue mich, denn es bringt den Kanal nach vorne. Vielleicht knacken wir ja auch die 1000 Leute bald. Da würde ich mich einmal freuen, wenn ihr das tun würdet. Kommentarspalte könnt ihr natürlich immer wieder benutzen, bei Fragen oder irgendetwas. Wenn ich etwas versaubeutelt habe, wenn ich etwas nicht ordentlich ausgerückt habe, stellt da eure Fragen. Das erste Thema ist der Starlines Goldstatus mit TAP. Ja, TAP schon wieder, die Portugiesen, die drehen durch. Und zwar ist es so, dass man bei der Starlines natürlich den Goldstatus überall kaufen kann. Hätte ich fast gesagt, so wie es im Moment aussieht, weil nämlich alles irgendwie reduziert ist. Aber TAP ist dann nochmal eine ganze Spur preiswerter und günstiger, hätte ich fast gesagt. TAP ist nicht unbedingt die Lieblings-Airline, von mir nicht, von vielen nicht, weil halt auch diese Einlösemöglichkeiten, aber auch die Sammelmöglichkeiten relativ überschaubar sind. Aber sie haben halt im Moment eine Aktion. Und zwar ist das, dass man einen erfolgreichen Match durchführen kann. Es gibt einige Fluggesellschaften, von denen man matchen kann. Ich werde da gleich drauf eingehen. Und dann muss man die Challenge erfüllen. Kauf von 4000 Meilen für 140 Euro. Oder man kann natürlich auch mit weniger, das wäre die 114 Euro. Da kann man den Erwerb der Miles & Go Club-Mitgliedschaft für 114 Euro machen. Es gibt im Moment keine Begrenzung der Aktion. Aber wie immer gilt hier bei dieser Aktion wichtig, dass ihr da aufpasst. Warum? Weil sie kann immer direkt plack gezogen werden, dass die nicht weitergeht. Man kann auch den Silberstatus machen, aber ich gehe auf den Goldstatus ein, weil es wirklich so einfach ist. Es gibt von Programmen wie American Airlines Platinum, Platinum Pro, Platinum Executive, Aeroflot Bonus Gold und Platinum, Air France, Finnair Gold, Platinum, Royal Jordanian, Gold Sparrow, Platinum Hawk, Emirates Gold, Platinum Goal, den Smiles Diamante. Also da sind so viele, das sind wirklich eine ganze Menge. Ich habe euch nur eine genannt. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Ihr müsst halt Mitglied sein und ihr müsst dann halt die Startungs-Challenge machen. Das heißt also, ihr müsst 12.000 bis 108.000 Prämienmeilen gibt es zusätzlich als Gutschrift. Und damit habt ihr das dann fast
geschafft. Was auch spannend ist, ist, ihr könnt es an eine zweite Person verschenken. Das heißt also, kann man, wenn man sich nach der ersten Requalifikation das gemacht hat, dann könnt ihr den verschenken. Also da müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr das nicht verwechselt. Also insofern da einfach mal gucken. Nochmal eine kleine Warnung für euch für Status Match und dann ist auch meine Status Match Orgie für heute wieder beendet, ist ganz einfach, dass ihr das macht, wenn ihr es braucht, wenn ihr einen Use Case habt, weil manchmal oder eigentlich immer ist es once in a lifetime und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich weiß nicht, ob ich fliege und ihr habt den Status und ihr fliegt dann wirklich nicht und dann geht er runter, dann habt ihr nicht genutzt, habt's gemacht, würdet in 2 Jahren nochmal ein Match machen können, aber dann sagt TAP oder die Fluggesellschaft, wo ihr den Match gemacht habt, hey, machen wir nicht. Warum? Ganz einfach deshalb, weil ihr es schon gemacht habt. Also insofern da immer aufpassen. Dann nächstes Thema. Das nächste Thema ist American Express. Ich habe es euch ja beim letzten Mal gesagt, dass die Kunden, die Platin oder auch eine Centurion-Karte haben, in Deutschland sich auf Änderungen, besonders die Platin-Kunden, gefasst machen müssen. Aber Gott sei Dank nicht. Warum? Weil in Amerika das so ist, dass die zweite Person ab 2023, ja, also in vielen, vielen Jahren, ja, nicht mehr als zweite Person in den Lounge können, nur gegen Zahlung, gegen Pinke Pinke. Ne? Also insofern, das ist gemacht. Warum es kommuniziert wurde, weiß ich nicht. Ist halt einfach so gemacht worden. Aber das gilt für die deutsche Karte nicht. Für die amerikanische gilt es und ist auch leider bestätigt worden. Also insofern für uns, die in Deutschland eine Karte haben, da bleibt alles beim Alten. Das ist super. Was ihr aber auch immer bedenken müsst, ist, ihr habt ja eine Priority Pass Karte und bei Priority Pass gibt es ein zweites Problem und zwar die verenden die Plaza Premium Lounges Kooperation. Ja, die gehen zu Lounge Key rüber, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist natürlich problematisch. Es bleiben einige da, aber die Mehrzahl geht halt leider weg. Und das trifft in Kraft ab 1. Juli 2021. Das ist halt etwas, schade. Ein Thema, was mich persönlich immer wieder beim Fliegen belastet und beschäftigt, ist die Ansteckungsgefahr durch Covid von Mitreisenden oder durch Mitreisende an Covid. So rum ist das richtig formuliert. Und da gibt es jetzt eine Studie von der CDC, das ist die Center of Disease Control in Amerika. Die haben einfach sich das angeguckt und Delta, die ja ab dem 1. Mai den Mittelplatz wieder vergeben wollen, hat man sich diese ganze Geschichte nochmal genauer angeguckt und hat halt festgestellt, dass die Reduktion einer Corona-Infektionsrate von 23-57% erreicht werden kann, alleine nur, dass man den Mittelplatz weglässt. Ist eine interessante Studie. Was ich aber dann noch spannender fand, war natürlich, auf der einen Seite ist es ganz klar, die Mittelplätze freizulassen ist eine teure Geschichte. Da gibt es nichts. Was ich aber dann spannend fand, war die Aussage dahinter, hey, die Ansteckungsgefahr im Flugzeug ist so gering, dann bringen diese 23-57% nicht mehr so viel, deshalb machen wir es nicht. Das finde ich natürlich auch problematisch, aber es gibt einige Fluggesellschaften, die einen da das Ganze dann trotzdem gegen Geld kaufen lassen, günstig und so weiter. Also denkt dran, ihr könntet euch einen Mittelsitz kaufen. Ich nenne es ja immer die Business Class des armen Mannes. Also insofern schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Auch mit dem Impfen und so weiter. Aber wenn ihr das Ganze lesen wollt, ich habe das Dokument aus dem Aerotelegraph, den Link genommen, da könnt ihr das einfach nachlesen, wenn ihr wollt, ist in den Shownotes auch für euch drin. Swiss testet den IATA Travel Pass. Singapore Airlines versucht den Test schon seit längerem. Die Swiss will das jetzt machen. Die haben das auf einer Strecke gemacht, Zürich nach London Heathrow. Die IATA Travel App. Vorher haben sie es ja mit dem Compass gemacht, wo man das auch quasi reinladen kann. Da will man jetzt die IATA nehmen, um zu gucken, welcher Standard sich auch durchsetzt. Man weiß ja im Moment gar nicht, wie viele es gibt. In Deutschland gibt es diesen grünen Pass oder europaweit den grünen Pass. Dann gibt es diesen Compass und. Also eventuell schaffen wir es mal wirklich einen Standard zu kriegen. Und ich finde, dass der IATA-Standard eigentlich immer ein guter Standard ist. Warum? Weil wir schon immer von IATA standardisiert worden sind in den Flugzeugen oder in Fluggesellschaften. Und da denke ich mal, dass das der richtige Weg ist. Die Sonne ist auch jetzt so ein bisschen weg, da kann ich auch die Brille einfach abnehmen. Also insofern seht ihr jetzt die Augen besser. Ich sehe euch auch besser. So, das ist halt die Geschichte. Es ist halt freiwillig und diese freiwilligen Tests, die man da reinladen kann, ist halt wirklich einfach nur ein Test. Es ist keiner gezwungen, das zu tun. Also unterstützt es, wenn ihr es könnt. Ich würde mich freuen. Ich selber habe leider auch keine Möglichkeit gefunden, das zu testen, weil da, wo ich meine PCR-Tests mache, die kommen weder in den IATA Travel Pass noch in den Common Pass noch in irgendeinen anderen. Ich habe halt immer nur einen PDF-File.
dann ist das passiert, was eigentlich schon letztes Jahr in 2020, Anfang des Jahres, zweites Quartal, glaube ich, so gesagt worden ist. Air France bekommt die Staatshilfe. Ich habe es euch auch erzählt, dass die Staatshilfe kommt. Aber was das Problem ist, ist ähnlich wie bei der Austrian Airlines in Österreich, dass die Franzosen nicht mehr fliegen dürfen auf Strecken, die 2,5 Stunden vom Flughafen mit dem Zug zu erreichen sind. Also das heißt, dass die Air France da einige Strecken einstellen muss. Ob das Sinn macht oder nicht, hey, das muss jeder selbst entscheiden. Ich persönlich bin der Meinung, dass alles, was in 2,5 Stunden mit dem Zug machbar ist, da braucht man echt auch keinen Flug. Man muss halt nur gucken, ob dieser Übergang zwischen Flug zum Flugzeug und umgekehrt nicht etwas besser gestaltet werden kann. Warum? Ganz einfach. Ich meine, du gehst zum Bahnhof, du hast die Leute, das ist alles voll, die Züge im Moment sind natürlich leer, aber jetzt gehen wir mal vom Normalbetrieb aus. Da ist es dann halt so, dass du wirklich da durchschleppen musst, in den Zug reinschleppen, rausschleppen, wieder anstellen und so weiter und so fort. Ich verstehe die Leute, die sagen, hey, es ist wesentlich angenehmer, in Düsseldorf einzusteigen, ich brauche mich in Frankfurt um nichts zu kümmern und die Bahnzüge sind scheiße. Ja, ich habe es gesagt, sind scheiße. Im Vergleich zum Flugzeug sind sie es auch, teilweise, logischerweise, aber wenn das Angebot wirklich ausgebaut wird und der Komfort dann nochmal optimiert wird und die Lufthansa will das ja auch machen, verstärkt mit der Bahn, dann habe ich da nichts dagegen. Schreibt doch einfach unten in die Kommentarspalte rein, was ihr davon denkt. Dacht ihr, der Zug, ja, nein, hui oder pfui? Der Zug soll ja auch 25%, geil, ne? Flugzeuglärm. Der Flug soll ja auch ersetzt werden von der Bahn in Deutschland. 30% oder sowas soll dann ersetzt werden, auch mit Deutschlandtakt und so weiter. Also ich empfinde es persönlich als sehr, sehr gut. Selbes Thema CO2-Kompensation. Man macht natürlich das mit der Bahn, um die CO2-Geschichten zu reduzieren. Sinnvoll, sinnvoll, sinnvoll. Und die Austrian lässt auch uns jetzt auf der Seite direkt kompensieren, so wie wir das bei der Lufthansa auch können. Zum Beispiel, da gibt es ja von Compensate den Regler, da könnt ihr einstellen, wie, über welchen Zeitraum ihr das wollt und dann berechnet er einem das Ganze. Und da ist es halt wirklich so, dass ihr dann, wenn ihr das macht, das natürlich für die Umwelt gut ist, weil ihr halt da Bäume macht oder Biofuel direkt kaufen könnt, weil Biofuel halt wirklich teurer ist. Also insofern finde ich das gut, dass man das bei der Austrian kann. Ich kompensiere nicht bei Compensate. Ich mache das Ganze bei, wie heißen die Freunde nochmal? Ich werde es reinschreiben in die Shownotes, ich habe es gerade wieder vergessen. Ich hatte zum Beispiel für einen Flug nach Johannesburg, da kann ich es mal sagen, 214 Euro bezahlt als Kompensation. Und das ist halt eine Geschichte, wo ich denke, das sollte dann auch schon drin sein, wenn man da nachhaltig fliegen möchte. Jetzt zu einem Thema, was eher dem Amüsement dient. Also, wo ihr sagt, hey, warum erzählst du den Quatsch, Lars? Weil ich habe keine 5 Millionen. Hey, ich wollte es euch nur sagen. Letzte Woche habe ich ja gesagt, die 318er von der Tamrom gehen weg. Ihr könnt die kaufen, die 318er. Sie haben 4 Stück. Fangen an irgendwie bei 5,5 Millionen Euro. Und man hat 4 Airbus A318, hat 4 737-300, 4 737-700, hat zusätzlich noch 2 ATR 42-500. Und die Listenpreise, also das sind immer so Anfangsgebote, wobei man immer nicht weiß, ob der Preis auch realisiert wird, weil wer kauft denn im Moment ein Flugzeug? Ja. Also das günstigste Flugzeug übrigens, was du haben könnt, ist die 737-300, eine Boeing. Ja, ist eine alte Möhre, aber 1,24 Millionen. Das wäre das Erstgebot. Wer also ein Flugzeug kaufen möchte, wer sich eine Boeing in den Hof stellen möchte, das ist eure Chance. Das Einzige, was sie uns nicht gesagt haben, ist, was ist mit der 737 MAX? Die haben ja Bestellungen dafür auf, sind ja noch nicht geliefert. Ich denke mal, dass sie die behalten wollen. Das ist halt etwas, was in meinen Augen spannend ist. Und jetzt kommt etwas für die Jünger von Qatar Airways. Viele von meinen Kunden, die haben ja bei Qatar Privilege, die sammeln sind Platinum. Dieses Jahr haben die ja auch sehr, sehr schön verlängert. Haben eine Kooperation mit JetBlue in Amerika. Die haben ein Codeshare-Agreement mit denen gemacht. Warum ich das toll finde? Ich bin ein großer Fan der Mint-Kabine. Ich möchte, wenn Amerika aufmacht, werde ich mit der Mint-Kabine fliegen. Ich werde euch das dann auch im Bewegtbild festhalten. Und dieses Codeshare-Abkommen werden ab 19.04. buchbar sein. Heute haben wir den 17., also ab übermorgen. Also insofern, da könnt ihr dann was machen. Es gibt dann
Von Doha aus die JetBlue Flugnummern, das sind Boston, Chicago, Dallas, Atlanta, Houston, Miami, New York, Philadelphia und Washington. Und dann natürlich gewisse Anschlussflüge, das war der Satz. Ich weiß, normalerweise gibt es vom RKI noch die neuesten Gebiete, aber ich habe sie heute nicht mitgebracht, weil ich es einfach verpeilt habe. Ich habe es mir nicht auf meine Liste geschrieben, also insofern, sorry. Ich muss euch ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, schaut einfach diesmal bitte nach. Ich werde den Link auch nochmal in die Shownotes reinschreiben. Und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV und der Woche 16, die heute war, bei der nächsten Ausgabe dabei seid. Ich fliege heute Abend wieder zurück nach Zürich, um dann wieder von Deutschland aus zu berichten. Heute Abend Clubhouse Talk, morgen Zoom Talk und Clubhouse. Clubhouse morgen vielleicht ein bisschen verkürzt. Also, denkt dran, Like da lassen, wie ihr es jetzt gesehen habt, Dislike da lassen, Kommentar da lassen und Abonnierbefehl. Das sind die Dinge, die ich von euch möchte. Und bis bald. Danke.